Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, ich habe jetzt nochmal das Fragezeichen hier gemacht und ich habe einen Löwenfangzahn gefunden. Das heißt, uns fehlt nur noch der Lux. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier entlang gehen, dann werden wir auch diesen blöden Zahn finden. Und was ich gesehen habe, bei mir, die ganzen Söldner laufen hier vorbei, alle in die Richtung. Also denke ich mir, dass es hier irgendwo die Arena sein wird. Da, wo die kämpfen wollen, denke ich mir. Gut, jetzt will ich sagen, hier aber mal hoch zu dem Aussichtspunkt. Hier ist alles abgefrühstückt und dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun, bevor wir dann irgendwann mal nach Päfgi gehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, go, go, go. Wir haben doch keine Zeit. Na, Zeit haben wir schon, aber ich bin echt so gespannt auf die Arena und wie es auch mit der Atlantis-Quest und so weitergeht. Bin dann aber auch so, dass ich nicht irgendwie alles offen lassen will. Dass ich überall die Quests offen habe und nichts erledigt habe. Beschaffe einen Luchsfangzahn. Wir müssen auf jeden Fall mal Ausschau halten, ob irgendwelche komischen Tiere rumrennen. Aber die Luchse habe ich auf der Insel gesehen. Das weiß ich damals noch. Vielleicht müssen wir mal zu der Insel porten. Vielleicht finden wir da einen. Nur so komische Schafe und sowas. Also auf den Vulkaninseln. Da waren Luchse. Hier sind nur Schweine. Weißt du was? Wir holen jetzt den Aussichtspunkt. Wenn wir bis dahin keinen Lux haben, dann werde ich auf die erste Insel porten, weil da weiß ich hundertprozentig, dass da welche waren. Nämlich gleich ziemlich am Anfang. Da ist ein Lux. Okay. Das war doch ein Lux, oder? Aber vielleicht kein epischer. Gib mir diesen scheiß Zahn, Mensch. Nur Leder. Scheiße. Schaffe einen Luchsfangzahn. Mein Gott, wo wird denn der wieder sein? Müssen es vielleicht epische sein oder so? Oder besondere Luchse, damit es funktioniert? Lagerhaus des Palastes. Den Löwenfangzahn haben wir übrigens in der Kiste gefunden. Also vielleicht haben wir hier auch gefunden, den auch irgendwo. Dann lass sie runtergehen. Können wir das anstecken? Ruin hier, ey. Der legendäre Palast von Knossos.
in dem König Minos regierte. Ich gebe dir irgendwas Schönes. Hier waren wir schon. Jetzt sagen wir, gehen wir hier hoch. Sorry, da will ich mich erstmal hier überall umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Cooles. Ja, ja, ich weiß schon. Machen wir schon noch. Wir haben auf jeden Fall ein glühendes Fragezeichen hier. Das heißt, irgendwas ist an diesem Ort. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in diese Richtung und schauen links und rechts natürlich noch in die Häuser rein. Da waren wir, glaube ich, schon drinne. Labyrinth der verlorenen Seelen. Alles klar. Aber wir haben schon wieder so einen komischen Punkt hier. Jetzt denke ich mal, war auch das Fragezeichen. Da muss es ja irgendwie was geben. Geile Sache. Können wir tauchen? Nee. Meter. Gemacht. Da war doch ein Glatz, oder? Fass die Truhe nicht an. Das ist meine. Ich bin keine Diebin. Ich wollte nur... Ich suche nach etwas Wertvollerem. Nimm das bloß zurück! Diese Ruinen sind ein
interessanter Ort für ein Lager. Was führt dich hierher? Vor langer Zeit und an genau dieser Stelle hat mein Pater, der berühmte Abenteurer Nikios, das Labyrinth betreten, um den Schatz des Minotaurus zu stehlen. Okay. Ich habe draußen gewartet, als ich plötzlich Schreie und Gebrüll hörte. Und dann kamen seine Männer herausgelaufen. Seine Männer. Aber nicht Pater. Ich muss ihn retten. Ein tragisches Märchen. Aber ich hörte, der Minotaurus lebt in Pevki. Er ist äußerst berühmt. Die wissen doch nicht, wovon sie da reden. Der echte Minotaurus lebt in Messara. Das sagen sie in Pevki auch. Es ist Betrug. Ehrlich, damit kenne ich mich aus. Wo ist er denn? Du sagtest, das Labyrinth läge unter uns. Genau, es gibt da eine gruselige Falltür unter dem Tempel. Bring mich dorthin. Ich töte den Minotaurus und finde deines Paters. Finde deinen Pater. Was? Würdest du tun? Na klar. Ich töte den Minotaurus und finde deinen Pater. Hab Dank, Söldnerin. Niemand hat mir je geglaubt. Beruhige dich und bring mich zum Labyrinth. Wie ist dein Name? Ardos. Nun folge mir. Der Eingang ist tief unter der Erde versteckt. Hier, es geht hier runter. Dieser Ort wird dich richtig aus den Sandalen werfen. Es gibt einen riesigen Raum. Und dann noch ein riesiges Loch im Boden. Und dazu eine riesige Tür. Alle reden die ganze Zeit davon, dass Theseus den Minotaurus tötete. Lügen, ich hörte ihn. Sein Brüllen wie, ein Donnergrollen. Ja, genau so. Der Minotaurus lebt. Und er hat Hunger. Toll. Ich bin froh, dass du vorbeikamst. Jetzt besteht Hoffnung, dass Pater dem Labyrinth entkommen kann. Den Eingang hätten sie doch wirklich nicht so tief anlegen müssen. Da sind wir ja. Okay, cool. Ist das nicht unglaublich? Ich habe schon viel gesehen, aber das ist unglaublich. Der Minotaurus lebt also unter dem Palast von Knossos. Öffne die Tür. Ich muss einen Minotaurus erschlagen. Genau. Verschlossen. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Du musst doch etwas wissen. Tu ich nicht. Aber die Männer, die mit Pater am Labyrinth waren, wissen es bestimmt. Ich wollte sie fragen, aber sie wollen nicht mit mir reden. Mit mir werden sie reden. Wer sind sie? Der Sammler, der Schwertfisch und mein alter Aufpasser. Schwertfisch? Mein alter Aufpasser. Ein langweiliger alter Mann. Er hat nie mit mir über Pater oder den Minotaurus gesprochen. Also habe ich ihn verlassen, um die Wahrheit selbst herauszufinden. Mutig. Und der Sammler ist ein Kerl, der viele seltsame Sachen kauft. Er ist ein Händler aus Gortin. Oh, und der Letzte. Den nennen sie den Schwertfisch. Natürlich. Er ist der Anführer der Oktopusbucht. Und er ist böse. Okay, das wird nur länger dauern, bis wir da reinkommen. Aber wir haben einen Portpunkt. Ist schon mal gut. Ich bringe sie schon zum Reden. Okay, wollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? So, okay, schauen wir mal in das Questlog.
So, da haben wir jetzt das einmal. Ja, genau. Hier haben wir die anderen Dinger. Und der andere müsste hier unten sein. Genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir geben die Quest hier einmal bitte ab. Dann haben wir den alten schon mal fertig. Und hier haben wir eh den Portpunkt, das heißt, wir können jederzeit wieder herreisen. Und vielleicht finden wir auch noch einen Lux. Schauen wir mal, dass wir den bald mal finden. Wenn nicht, dann muss ich den nochmal fragen, wo der Lux war. Ich habe mir das nämlich nicht durchgelesen, weil ich eigentlich gedacht habe, das wird mir irgendwie ein bisschen markiert hier auf der Karte, aber nicht, nicht. So, hier Hades holte ihn zu sich. Mein ganzes Leben lang habe ich ihn nicht so friedlich gesehen. Ich hoffe, er trifft Martha. Diese Blumen, sind sie? Ja, er bat mich, sie zu holen. Du dummer alter Mann. Hast du deshalb Pevki verlassen, um Martha die Blumen von so weit herzubringen? Du dummer, sturer alter Mann. Hier. Ich danke dir, Söldnerin. Er versprach es seiner Frau und ich versprach es ihm. Ich kann dir leider nichts im Gegenzug geben. Martha ist sicher froh, dass du ihr Blumen bringst. Als sie noch lebte, hast du das nicht getan. Oh, ich hab's KGP. 34.000. 45. Okay, dann gehen wir einmal die Runde hier. Porten dort runter. Hier wäre noch. Warte mal, wir gehen erstmal hierher. Vielleicht ist er hier. Finden wir ja dort noch was wegen dem Lux. Weg, du Ziege. Weil der Ziege. Fünf Level noch, Leute. Dann haben wir Max Level erreicht. Wir haben eigentlich noch so viel zu tun. Und ich würde sagen, wenn wir dann hier Pevki abgeschlossen haben. Oh, das muss ein Lager wieder. Aber in dem Lager könnte natürlich auch so ein Zahn sein. Also müssen wir die jetzt fast machen. Weil ich habe in dem anderen Lager vorher den Löwenzahn gefunden. Wenn Pevki hier soweit abgeschlossen ist, dann können wir uns so bald mal auf den Weg machen, dass wir hier auch die Kultisten alle mal erledigen. Da ist auch schon der Lux, okay.
Bitte gib mir den scheiß Zahn. Nein! Alter Schwede. Sag mal, Ruhe hier im Puff. Ey, ist das ehrlich? Okay, hilft leider nicht. Was ist das hier? Du musst der Horter sein. Der Sammler. Staubsammler vielleicht. Ich bin hier wegen des Minotaurus. Nein, ich weiß nichts. Also ich weiß nichts über den Minotaurus. Ardos schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas. Ardos, der Junge. Nein, wir versprachen nie, mit ihm zu sprechen. Ich bin wegen Informationen hier, nicht um deine Knochen zu brechen. Sag mir, was ich wissen will, und ich gehe. Ich beantworte deine Fragen, doch du wirst die falschen stellen. Lassen wir die Spielchen, ja? Gut, du wirst Theseus Rüstung brauchen. Ich habe sie als Teil einer Sammlung an die Festung verkauft. Meine Rüstung wird ausreichen. Nikios hielt seine Rüstung für die beste der griechischen Welt. Er hätte die des Theseus anlegen können, aber sie passte mir besser. Der Minotaurus traf mich direkt auf die Brust. Ich überlebte. Aber Nikios... Wiederhole Nikios Fehler nicht. Trag Theseus Rüstung. Gut. Ich habe genug erfahren. Wenn Theseus Rüstung noch in der Festung ist, finde ich... Oh, die brauche ich doch nicht, die Scheißrüstung. Theseus Rüstung gehören noch mehr Teile. Ich habe bisher nur zwei von ihnen. Doch eins hat man mir gestohlen. Wenn du es findest, kannst du es behalten. Aber weise den Dieb zurecht. Und zwar möglichst mit deinem Schwert. Finde und beschaffe die Rüstung des Theseus. Sie wollen Pulle machen, wenn man mir und Sarah verkauft. Seine Sammlung ist in dem festen Gewässer Gyroth eingelagert. So, warte mal, also. So. Thank you.
Vermächtnis des... Festung, okay, da ist die Festung. Fangzähne, okay. Den müssen wir leider noch machen. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal schnell zum Fangzahnmenschen. Weil ich nämlich nochmal schnell irgendwo die blöden Lux-Szene gibt. Und dann werden wir schnell die Rüstung snacken. Lux-Zähne. Schon vergessen, wo du nach den Tieren mit den scharfen Zähnen suchen sollst? Wo finde ich einen Lux? Wenn du einen Luxzahn willst, sag mir, wo einer lebt. Natürlich. Luxe leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Okay. Kinderstube. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldnerin. Alles klar, warte mal. Schauen wir mal schnell. Nördlich der Kinderstube. Das heißt Kinderstube, das ist hier oben. Also denke ich mal irgendwo hier in dem Bereich. Alles klar, da können wir nachher eigentlich hinporten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das gleich oder machen wir das nicht gleich? Doch, das machen wir gleich. Da gibt es eine Höhle anscheinend. Ich habe gar keinen Höhleneingang gesehen. Oben. Okay. Also auf dieser Ebene. Okay. Okay, jetzt lecken wir uns die Hülle. Platte. Da hinten wird die sein. Suche und beschaffe die Rüstung des Theseus. Wir sind doch noch in die Festung rein, ne? Okay, hilft nicht, wir müssen hier rein. Mir sagt, die Rüstung ist hier drin, ne?
Kann man das schon... Was ist denn das? Was habe ich hier schon wieder das? Guck mal. Also irgendwas... Irgendwie ist es irgendwie zur Zeit ein bisschen verpackt oder so. Kann es sein? Ihr sagt mir hier rein, aber hier ist doch nichts mehr, oder? Oh, Geleck. Theseus Rüstung. Sie ist echt. Ich frage mich, wie viele Teile von Theseus Rüstung es noch gibt. Kann ich die anlegen? Oh, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich muss da drin komplett Gas geben. Brustplatte ist Theseus, das ist aber schlechter wie meine. Schaut cool aus, ja, aber... Gift- und Brandwiderstand. Das lasse ich jetzt mal an, das hilft ja nicht. Schon besser wie meins, ey. Was haben wir jetzt denn dann noch? Ja, war da gerade hier unten komplett. Okay, das Fell muss ich auch noch machen. Mein Gott. Okay, dann haben wir die auf jeden Fall schon mal. Sammle Fangziele, das haben wir gemacht. War der nicht hier oben irgendwo? Da ist der Schatzplündern, okay. Der andere wird hier sein. Mit dem Aufpasser, genau. Dafür porten war aber, würde ich sagen. Okay, ist ja eigentlich fast der gleiche Weg gewesen. Ist wurscht. So, der Aufpasser ist dort hinten.
Das muss Ardors Haus sein. Wo ist der Junge? Ardors? Bist du sein Aufpasser? Allerdings. Ich muss mit ihm sprechen. Sorge dich nicht um Ardors. Er ist in Sicherheit. Wo ist er? Mir wurde gesagt, du seist alt. So siehst du aber nicht aus. Es ist wichtig, dass ich ihn treffe. Wer erzählte dir von dem Jungen? Sprich! Es ist nichts Persönliches mit den beiden, aber wenn ich rede, dann bin ich so gut wie... tot? Rate, was passiert, wenn du es mir nicht erzählst. Na gut, was willst du wissen? Du sahst zu, als ein alter Mann verprügelt wurde. Aber... und wolltest den Jungen entführen. Der Kult ist gleich hier, die Straße hoch. Geh und töte sie alle. Du würdest mir einen Gefallen tun. Einen habe ich schon getötet. Lass mich gehen und ich werde nichts verraten. Zeus wird über dich richten. Ich muss den alten Mann finden. Hab Dank, Söldnerin. Der alte Mann lebt. Ich sollte mich im Tempel von Phaistos umsehen. Okay, dann suchen wir wieder. Fruchtbares Schlachtfeld. Festes Theater. Er wird hier irgendwo festgehalten. Okay, wir gehen mal hier hin. Los, mein Hütte! Die Bildmarke geht an hier. Das haben wir Gott sei Dank schon abgeschlossen hier. Bitte? Wird jetzt Geisel in Kriegsruinen gehalten. Da ist der alte Mann, zwischen den Wachen. Gehen wir vom Pferd runter. Der Mann ist hier. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt noch Gegner rumschleichen. Ich habe ja schon ein bisschen was ausgeschaltet. Oh, falsch gedrückt, ich dreh durch. Für dich auch. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Warte, wer bist du? Ardors schickt mich. Kannst du gehen? Der Junge, den Göttern sei Dank. Verschwinden wir, bevor sie zurückkommen. Ganz schön Weg gehen hier.
durchatmen, alter Mann. Ardos, der Junge. Ist er sicher? Lebt er? Niemand wird ihm etwas tun. Obwohl ich ab und zu mit dem Gedanken spiele, ihn zu erwürgen. Ardos ist dafür bekannt, selbst den stärksten Willen auf die Probe zu stellen. Ich suche einen Zugang ins Labyrinth. Ardos sagte, du wüsstest etwas darüber. Ich weiß, dass dieser Ort den Tod bedeutet. Warum wollten sie dich verletzen? Als die Überlebenden vor der Bestie flohen, ließen sie die Scheibe, den Schlüssel zum Labyrinth zurück. Ich habe ihn. Warum glauben Sie, Ardos hätte die Scheibe? Weil er sie hat. Er stahl sie mir. Ich habe es ihnen gesagt. Sie folterten mich, Söldnerin. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe versagt. All die Jahre, immer wieder. Jene, die dich folterten, gehören zu einem mächtigen Kult. Sie brachen schon den Willen von Stärkeren als dir. Du kannst dich noch mit Ardos versöhnen. So klug er auch ist, er braucht jemanden, der auf ihn Acht gibt. Familie. Er braucht dich. Er will mich nicht einmal sehen, Söldnerin. Versuch es weiter. Noch einmal zu der Scheibe. Der junge Ardos kennt ihre Bestimmung nicht. Mit ihr wirst du das Labyrinth des Minotaurus öffnen können. Versprich mir nur, dass du auf ihn aufpasst. Bei mir ist er sicher. Die blöden Schweine. Oh, heftig. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. So, wir haben jetzt noch hier die mit den komischen Fangzähnen das. Und dann müssen wir hier unten auch schon mit dem Schwertfisch reden. Jetzt werden wir aber erst nochmal schnell die hochporten. Weil ich diesen Fangzahn noch holen will. Wahrscheinlich werden wir nur Crap kriegen. Aber dann ist die Quest wenigstens schon mal durch. So, wo sind wir jetzt? Also, jetzt müssen wir mal auf der Karte gucken, dass wir auch richtig stehen hier. Nördlich. Das heißt, wir müssen uns einmal komplett umdrehen. Nördlich von Zeus Kinderstube. Also es muss hier irgendwo sein. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Ziegen brauche ich aber nicht. Hier sind die Lager. Da sind Schweine.
Ist doch aber nix. Nördlich von Zeus Kinderstube. Das ist eigentlich hier. Gehen wir mal zu der Höhle, oder? Könnte nur noch bei der Höhle sein hier. Ist hier irgendwo so komische Luchse rumrennen? Schweine. Aber keine Luchse. Eieiei. Das geht mir schon wieder auf den Sack, sowas. Lauter Ziegen hier, aber kein Luchs. Schön ein Söldner. Die Höhle habe ich doch aber schon. Das kein Luchs. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich hier ewig und drei Tage für so eine Quest brauche, weil ich hier so ein blödes Tier nicht finde. Obwohl ich jetzt eigentlich schon genau in diesem blöden Gebiet wäre. Jetzt gehen wir mal da runter, vielleicht gibt es da irgendwie eine Kiste da, wo die das... Hätte sein können. Leder. Schweine über Schweine.
Aber kein Luchs. Ziegen, Schweine. Geh jetzt einfach nochmal die Richtung. Irgendwie, wir finden jetzt hier Wasser, wir finden halt nichts. Dann kann ich auch nichts machen. Die Götter müssen dich zu mir geführt haben. Ich danke dir von Herzen. Schweine gibt es echt wie Sand am Meer hier. Aber kein Luchs. Oh, da haben wir jetzt auch schon ganz schön. Können wir jetzt auch mal schauen, ob wir uns mal was kaufen können davon? Da ist ein Luchs. Bums. Ich habe alle Zähne, die ich brauche. Bums. Jetzt zurück zu diesem Bo. Alter Schwede. Anstrengende Quest, ey. Oh. Sorry, Leute. Bin schon etwas müde. Mir immer gleich 2-3 Folgen oder so auf. So, jetzt können wir das endlich mal abgeben hier. Hoffentlich gibt ihr mir was Gescheites. Ich flippe aus, wenn ich jetzt ein paar Drachen krieg. Zurück raus mit dem Masterbogen. Oder keine Ahnung was. Söldnerin, ich wurde beauftragt, einen Bogen aus jeweils einem Fangzahn einer Löwin, eines Luchses und eines Hais zu fertigen. Hast du zufällig welche? Ich habe die Zähne. Wenn du bereit bist, einen angemessenen Preis zu zahlen. Natürlich. Ich kenne den Wert guter Zähne. Wäre ein eigener Bogen aus Fangzähnen ein angemessener Preis? Er hätte wirklich Biss. Gut. Ein Bogen, der Artemis würdig wäre. Alter Schwede. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. Gut. In der nächsten Folge würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir in das Labyrinth des Minotaurus kommen. Wir müssen jetzt noch mit dem Haifisch reden.
Und ich hoffe mal, dass ihr uns die nötigen Informationen gibt dafür. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend, vor allem gegen den Minotaurus, glaube ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.